Zuletzt bei Hogwarts Legacy. Als wir in Hogsmeade von einer kleinen Hauselfin angesprochen wurden, wussten wir noch nicht, in was für eine Situation wir geraten. Sie erzählte, dass der Laden, in dem sie arbeitet, aktuell zum Verkauf steht und wir haben dann auch direkt zugeschlagen und den Laden gekauft. Leider mussten wir feststellen, dass der komplette Keller verflucht ist und jeder Ladenbesitzer davor entweder gar nicht oder nur knapp überlebt hat. Kommen wir aus diesen Ladenkatakomben wieder raus? Freunde, wir sind stuck, wie der Step Bro, im Keller unseres frisch gekauften Ladens in Hogsmeade. Das ist einfach nur ein riesiges Horrorkabinett. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Und ich möchte hier einfach nur wieder rauskommen. Und er ist der Bösewicht, Freunde. Er und niemand anders. Zeit, die Einsätze zu erhöhen. Was? Oh, wo soll das nur hin? Aua. Okay. Oh, wo soll das nur hin? Ja, ich steuere das einfach auf dich. So. Spiele mit dem Poltergeist. Ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich will. Aber ich vermute mal, dass ich am Ende des Tages gar keine andere Wahl habe, als mit ihm zu spielen, Freunde. Deswegen hauen wir jetzt hier direkt mal drauf. Wie gesagt, wir rauchen dann immer so komisch. Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Also, hier unten herrscht eine ganz, ganz, ganz komische Beleuchtung. Es ist, aua. Da müssen wir jetzt sehr aufpassen. Jetzt werden wir, glaube ich, von dem auch noch geschleudert. Aua, der hat mein Crucio unterbrochen. Normalerweise konnte ich nie wieder Crucio unterbrochen werden. Was ist das denn für ein Überscam hier? So, hier schön aufpassen. Einen nach dem anderen weggieten, Freunde. Und dann wird das hoffentlich was. Ah, hi. Nun, das war spaßig, aber es gibt noch so viel zu tun. Wir sehen uns. War es das wirklich? Wolltest du einfach nur mit mir Faxen machen? Da oben laufen Spinnen lang, oh Gott. Ich glaub da noch nicht so dran. Oh, doch, aber er öffnet uns die große Tür. Ah, nee, er öffnet uns nur eine der großen Türen. Ach du Scheiße. Das ist so eine Riesenquest hier unten, ne? Weg eingeschlagen. Bücher werden nicht reichen, um mich zu schlagen. Aha. Ist okay. Ich hab verstanden. Oh Gott, jetzt kommt hier sogar so ein richtiges Labyrinth, oder was? Ich hab's beim letzten Mal schon angesprochen, Freunde. Ich hab's beim letzten Mal schon angesprochen. Das muss alles programmiert worden sein. Irgendjemand muss die Ideen für all das hier gehabt haben. Ich hab da so einen Respekt vor, wirklich. Das ist so kreativ. Oh, schade. Ich hatte gehofft, ich kann die Leiter hier nach oben irgendwie nutzen, aber naja, ne? Macht man nichts. So, hier ist eine Tür. Die geht sogar auf. Das Ding ist, man braucht glücklicherweise keine Orientierung hier unten. Man muss einfach nur irgendeinen Weg geradeaus laufen. Und irgendwann am Ende des Tages, aua, kommt man dann schon da an, wo man hin will. Weil der Poltergeist dafür sorgt, dass irgendwie am Ende des Tages alles gut wird. Aua. Warte mal, passiert. Ich laufe jetzt hier immer im Kreis. Warte mal. Lumos. Da passe ich jetzt hier mal ganz genau auf. Wir drehen uns im Kreis, was? Sie können ihre Schritte zurückfahren. Oh mein Gott, wenn man einfach zurückläuft, dann hat man es, glaube ich, schon, oder? Doch, wenn ich den Weg zurücklaufe, dann komme ich woanders ab. Oh, boy! Dann komme ich woanders raus. Alter, einfach der Spinnen-Jumpscare. Halt doch die Schnauze. Wird das jetzt wirklich Horror hier? Ach du Scheiße, jetzt sind wir komplett stuck. Wenn ich nach oben gucke? Nee. Was ist das denn jetzt? Rebellio. Oh shit. Alter. Das ist schon creepy, was der Typ macht. Ohne Scheiß. Das ist schon creepy. Alles klar. Wir kommen hier irgendwie durch. Aha. Immer wenn diese Jack-in-the-Boxes hier irgendwo waren,
dann hat der Clown meistens, oder der Poltergeist irgendwas gemacht. Ey, Celine, du tust mir so leid, ne? Dass du hier so einen Shit durchleben musst. Warte mal, ich folge mal vielleicht diesen Puppen. Vielleicht zeigen die mir irgendwie an, wo ich hin muss. Ich habe keine Ahnung. Nee, nicht wirklich, ne? Oh, 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 oh. Aber, oh, jetzt fangen die an zu leben. Alles klar. Und die haben nicht mal eine Lebensleiste, ne? Oh boy. Okay, jetzt geht's los. Aber, ich sag mal, solange ich noch zu kämpfen habe, ist es gut. Weil da machen wir in irgendeiner Art und Weise Progress. Das ist das Wichtigste. Solange wir was zu kämpfen haben, geht's voran. So, weil es schwieriger ist. Ich habe echt ein bisschen Angst davor, dass ich mich irgendwann hier verlaufe, weil ich einfach nicht mehr weiß, wo es lang geht. Aha. So. Oh, da hinten habe ich jetzt auch noch einen erwischt. So, immer schön blocken, um in Stupor hier gut Gas zu geben. Ich glaube, Stupor one-shotet sogar, habe ich das Gefühl. Aha. Was wäre es jetzt hier in mich kollidiert? Irgendeine Puppe, die neben mir steht hier. Sehr schön. Verzieht euch. Aha. Lumos. Und es geht weiter. Da ist eine Tür aufgegangen. Ah, na, aber hier ist eine Lampe. Da die Worte. So, du kommst hier direkt mit. Ich glaube, ich muss euch hier hochbringen, ne? So sieht's aus. Zack. Erste Lampe hängt. Und wir gehen jetzt in die zweite Richtung weiter. Boah, oh Gott, jetzt dreht sich alles. Wenn ich hier zurücklaufe, dreht sich in die andere Richtung? Ja. Oh boy, das erinnert mich an den Freizeitparkausflug. Das war irgendwann, war ich 12, 13, keine Ahnung. Da war ich mit meinen Eltern in Dänemark. Und da gibt es einen Freizeitpark. Ich glaube, der ist Tivoli. Betrachten Sie die Dinge doch mal aus einer anderen Perspektive. Jetzt ist einfach alles kopfüber, ne? Und, warte mal, was muss ich hier tun? Wenn ich jetzt wieder zurückgehe, passiert dann was? Und auf jeden Fall in diesem Tivoli-Park, da gab es auch, da saß man in einem Raum. Also man saß quasi auf so Bänken, war festgeschnallt. Und auf einmal haben sich die Wände um einen rum anzudrehen. Man selber hat sich gedreht und es war so richtiger Brainfuck. Sehr ähnlich wie da. Und ich weiß, dass mir da als Kind richtig, richtig schlecht geworden ist. Ich weiß, dass ich da als Kind gar nicht drauf klarkam. Ich weiß nicht warum, ich wollte da einfach nur raus. Ich fand es auch richtig gruselig, also ich bin dann sogar fast ein bisschen panisch geworden. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimme Zeit, Freunde. Ganz, ganz schlimmes Fahrgeschäft. So, aber ich komme echt hier nicht durch, ne? Okay, pass mal auf, dann gehe ich vielleicht nochmal hoch. Vielleicht bringt das was. Ich weiß es noch nicht so genau. Betrachten Sie die Dinge aus einer anderen Perspektive. Kann ich hier irgendwas beeinflussen? Irgendwas tun? Irgendwas machen? Aber mal da drüben, Freunde. Da ist die offene Tür. Das ist quasi das hier drüben, nur da vorne. Es ist. Aber kann ich da vielleicht nochmal irgendwo in die andere Richtung abbiegen? Also ich komme nur in die Richtung, aber. Ich bin noch unschlüssig. Lumos. Da hoch muss ich. Und irgendwie muss ich den Raum hier drehen. Warte mal, kann ich hier irgendwo Flipendo zünden? Flipendo! Irgendwie. Kann ich vielleicht den Kronleuchter hier von der Decke jieten? Nee, auch nicht. Ich meine, ich finde, es schreit schon krass nach Flipendo. Aber ich weiß nicht, auf was ich Flipendo zünden sollte. Ah, da oben ist eine Lampe! Oh, Bro. Die sehe ich jetzt erst. Die sehe ich einfach jetzt erst. Hallo! Spaß, da schwirrt mir der Kopf. Die habe ich zu spät gesehen. So, und jetzt kann ich hier lang. Ah, und jetzt komme ich hier raus, ja. Okay. Progress. Lumos. Das ist creepy as shit. Aber wir kommen voran. Wie gesagt, das war einfach eine random Nebenquest in Hogsmeade. Das muss man immer mal wieder erwähnen. Wie viel Arbeit und wie viel Liebe hier drin steckt für eine absolute random Quest, die man einfach so überspringen kann, ohne dass irgendwas passiert. Ich will nicht wissen, wie viele Leute hier so richtig krasse Missionen verpassen. Einfach nur, weil sie nicht so in Ruhe alles erkunden und sich Zeit für alles nehmen.
Das würde, also vor allem, wie viel ich verpasse. Na, also, ich versuche ja schon alles hier so mitzunehmen und so, aber trotzdem. Vielleicht sollte ich die Laterne in diesen Raum ziehen, damit er sich wieder dreht. Ah. Sehr smart. Sehr, sehr smart. Wo ist denn die Laterne? Da. Ah, nee, aber das ist dumm. Warte mal, ich muss die... Ah, hier rausziehen. So. Aber ich konnte die Laterne jetzt nicht rüberziehen. Ah, jetzt habe ich sie. Oh mein Gott. Warte mal, ich kann sie sogar hier mit runternehmen, ja. Der hat sie jetzt einfach teleportiert, weil sie stuck war in dem anderen Raum. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, wie viel ich auch verpasse. Obwohl ich mir eigentlich Mühe gebe, alles vom Spiel zu sehen. Nur Bücher und kein Spaß machen einen zum Fadenaas. Zum Fadenaas. Das ist ein sehr schlechter Reim. Nur Bücher und kein Spaß machen einen zu fadem Aas. Also da kannst du wirklich besser reimen, Bro. Okay. Aber dann hätten wir auch das geschafft. Wahrscheinlich muss ich jetzt wieder mit ihm zocken, ne? Ja, ja. Man kennt's. Freut mich, dass es dir Spaß macht. Freut mich sehr. Kannst du dir hier deine Puppen beschwören? Aua. Der gibt mir hier jetzt böse mit seinen neuen Angriffsmoves. So, ich greife gleich mal alles an. Kippt das jetzt um? Ja. Ja, ja, ja. Aua. Aufpassen, ne? Sehr schön. Das sollte sie richtig wach machen. Aua. Gut gemacht. Ruhen Sie sich ruhig etwas aus, wenn Sie können. Wir sehen uns später. Ist das mich am meisten frustriert, dass wir nichts gegen ihn tun können? Ne, der spielt mit uns, wie er lustig ist. Und wir können sein Spiel nur mitspielen, aber wir können nicht die Spielregeln bestimmen. Das ist das, was mich so sauer macht. Aber wir haben hier zumindest schon mal die große Tür geöffnet. Wage dich hinter die Foyertüren. Ach du Scheiße. Boy. Ich habe vor allem Angst, dass ich noch irgendwelche Ladenbesitzer vor mir hier unten finde. Bloß halt nicht mehr so lebendig. Bro. Was ist das, Mann? Was ist das? Alles im Keller von diesem Laden. Aha, endlich! Sie ungemein kluge Seele haben diesen scheinbar unendlichen Kerker offenbar relativ unbeschadet durchquert. Und jetzt wollen Sie sicher gehen. Alle verlassen mich, meist in einer Zwangsjacke und für immer. Langsam nehme ich es persönlich. Ich bin es leid, niemandem zum Spielen zu haben. Oh... Oh, ich weiß was. Wie wäre es hiermit? Wenn Sie mich in einem Geistesduell schlagen und mir unbeschränkten Zugang zum Laden gewähren, sagen wir, einen Tag im Monat, um etwas Spaß zu haben, signiere ich einen Vertrag. Worauf ich, mal sehen, bla 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 bla, oh ja, Sie und Ihre Kunden zu allen anderen Zeiten in Ruhe lassen werde und so weiter. Sie kriegen den Laden, ich mein Chaos. Klingt das annehmbar? Fantastisch. Dann kann es jetzt losgehen. What? Ich muss ihn in einem Geistesduell herausfordern. Was ist ein Geistesduell? Aua. Was zur Hölle? Fastidius Monster, lol. Wir kämpfen jetzt gegen eine... Ah, das ist einfach, das ist ein Troll. Ich glaube, das ist von der KI her ein Troll. Aber der ist es halt einfach aus... Ja, aus Gegenständen zusammengesetzt. What the hell? Was zur Hölle beschwörst du da, Kollege? So, sehr aufpassen, ne? Ja, das ist einfach ein Troll. Das ist einfach ein Troll. Was zur Hölle, Alter? Zum Glück weiß ich genau, wie der Hase hier funktioniert. Ich habe schon gegen genug Trolle gekämpft. Ich weiß exakt, was hier abgeht. Ich bin Profi. Ich kenne die Kampfmuster in- und auswendig, Freunde. In- und auswendig.
Sehr schön. Und da kommt der Block wieder. So. Dann haben wir jetzt auch gleich mal das erste Drittel, glaube ich, weg, ne? So, immer schön hier die Teile einsammeln. Warum auch immer die hier unten so krass leuchten. Irgendwas ist ja an der Belichtung anders. Ich weiß nicht, was es ist. Aber irgendwas sorgt ja auf jeden Fall dafür. Ah. Okay, jetzt habe ich das erste Drittel durch. Das ist grüne X. What the hell? Okay, er baut sie wieder zusammen. Ah, und jetzt schenkt er dem noch hier so ein bisschen Verstärkung, oder was? Ich verstehe. Ich verstehe. So, dann nehmen wir jetzt erstmal die Puppen hier raus. Sehr gut. Wir müssen sehr aufpassen. Das Gute ist, eine Kombo reicht hier tatsächlich. Ich muss aufpassen, dass mich das Trollmonster jetzt nicht angreift. Ja. Genau. Aber das sollte kein Problem sein, weil wir haben Crucio, da haben wir Defindo und Expelliarmus und zack und Feuer und einmal alles. Ich muss hier nur sehr aufpassen, ne? Sehr gut. So. Meister, ha? Was geht? So, wenn jetzt mal hier so steht, dann werde ich hier immer einfach nur auf ihn drauffeuern, damit wir hier mehr alte Magie auf jeden Fall zusammenbekommen. Genau. Das passt. Ich kann jetzt schon bis zu 4 magische Angriffe quasi aufladen. Sehr geil. Und pass auf, die restlichen Leben mache ich jetzt sogar noch so, weil es einfach nicht mehr viel ist tatsächlich. Sehr gut. Und dann machen wir, wenn jetzt dann gleich wahrscheinlich nochmal in Phase 3 geht. Sehr schön. Das will ich auch noch haben. Geben wir ihm dann den letzten Angriff. Aua. Du Arsch, Alter. So. Phase 2 von 3 geschafft. Aber ich vermute, dass es sich damit nicht zufrieden gibt, ne? Ach du Scheiße! Bro, ist das dein Ernst? Aua. Okay. Oh mein Gott. Okay, ich meine, im Endeffekt muss ich einfach nur immer passend ausweichen. Genau. Ich muss ja nur auf die farblichen Indikatoren achten. Mehr ist es ja nicht. Mhm. Blockner. Stupor. Ausweichen, ja. Ich muss nur auf die farblichen Indikatoren achten und dann Rolle drücken. Das ist gar nicht so schwer. Jetzt will ich hier vorne noch die... Ach, scheiße. Da werde ich nicht rankommen. Da werde ich nicht rankommen, Freunde, oder? Oh! Ich kriege die normale Perspektive? Womit habe ich das verdient? Na dann. Dann machen wir doch mal hier ganz kurz Feierabend. Ich brauche noch einmal hier dunkle Magie. Hier nochmal alte Magie zum Aufladen. Sehr schön. Da drüben ist es erschienen. Der ist gegen die Wand gedotzt. Ich nehme dich mit. Und dann machen wir jetzt Feierabend. So. Lieber Fastidio. Endlich jemand, der meines akribisch geplanten Spielplatzes würdig ist. Schön, endlich wieder etwas Spaß in meinem kleinen Verlies zu haben. Nichts geht über eine schöne Herausforderung. Ah, eine verwandte Seele. Was den Vertrag angeht. Ich bin ein Poltergeist, der sein Wort hält. Sagen Sie mal... Was genau besagt diese Vereinbarung eigentlich? Oh, aufgepasst! Wenn Sie dafür sorgen, dass ich einen Tag im Monat richtig Spaß habe, dürfen Sie den Rest der Zeit nahezu ungestört hier arbeiten. Okay. Warum sollten Sie so einen Vertrag abschließen? Ich könnte zwar endlos über diesen Ort reden, aber noch besser sind die Gesichter der Kunden, wenn ich ihnen mit einem Schokofrosch eins überziehe. Man lernt das Publikum erst richtig zu schätzen, wenn man keines mehr hat. Ich weiß nicht, ob das so ein guter Deal für uns ist, aber ich meine, besser als wenn er für immer Stress macht. Na schön, ich stimme zu. Allerdings mit einem kleinen Zusatz. Hurra! Schluss mit dem unbefriedigenden Herumgepolter im kläglichen Nichts. Moment mal, sagten Sie, ein kleiner Zusatz? Ganz recht. Wenn ich einen erfolgreichen Laden mit vielen Kunden führen möchte, müsstest du dein Chaos nach 9 Uhr abends stiften. Wärst du damit einverstanden? Hm.
Wären Sie auch mit mindestens 2 Tagen pro Monat einverstanden? Wäre ich. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Okay, 2-mal im Monat kommt er nach 9 Uhr. Gut gemacht, ich wurde nicht enttäuscht. Was ist hier? Ich muss zugeben, Cassandra hat eine perfekte Spielkameradin aufgetrieben. Das heißt, er kommt 2-mal im Monat kommt er zum Herumpoltern, wenn einfach kein Kunde mehr da ist. Das ist doch eine feine Sache. Damit kann ich leben. Er wird sich noch ärgern, den Deal abgeschlossen zu haben. So. Aber mit Cassandra müssen wir jetzt ja nochmal ein Wörtchen reden. Hallo, Penny. Oh, Penny ist so froh, dass Sie zurück sind. Du wusstest genau, wohin mich diese Truhe führen würde. Penny dachte schon, es würde noch eine weitere Ladenbesitzerin in St. Mungo enden. Noch eine Ladenbesitzerin? St. Mungo? Das musst du mir erklären, Penny. Penny, bitte hör auf, die Luft anzuhalten. Sag mir, was los ist. Oh, bitte vergeben Sie, Penny. Penny darf Ihnen nichts erzählen. Aber wie kann es sein, dass du mir nichts sagen darfst? Ich habe diesen Laden gekauft. Penny ist verwirrt. Penny dachte, wenn sie zurückkehren, würden sie den Laden besitzen. Danke, Penny. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal mit den Behörden sprechen. Penny hält das für eine geniale Idee. Officer Singer wird wissen, was zu tun ist. Penny wird hier warten. Aber mich würde es auf jeden Fall jetzt mal massiv interessieren, warum die Cassandra das gemacht hat. Also was hat die davon? Hat die vielleicht auch irgendeinen Deal mit dem Poltergeist abgeschlossen? Dass sie irgendwie regelmäßig, keine Ahnung, neue Spielkameraden für den auftreiben muss? Ansonsten passiert was Schlimmes? Oder, also warum, was hat die davon? Ach, das Geld, natürlich, ich habe ja 1500 gezahlt. Ich habe etwas erfahren, das Sie interessieren könnte. Ah, schön Sie zu sehen. Was kann ich für Sie tun? Cassandra Mason hat mir ihren Laden verkauft und wollte mich dann in einen Spukkerker werfen. Cassandra Mason hat Ihnen den Laden verkauft? Ja, das hat sie, aber ich glaube, Sie haben den Teil mit dem Kerker überhört. Nein, das habe ich auch gehört. Und laut der Hauselfin, die zu dem Laden gehört, hat sie so etwas bereits früher getan. Mehrmals. Ich habe mich schon gewundert. Sie schien große Schwierigkeiten zu haben, Mieter in dem Laden zu halten. In jedem Fall sind das wirklich schwere Anschuldigungen. Vielleicht sollten wir Cassandra einen Besuch abstatten, um die Sache zu klären, oder? Ja, dringend. Dringend. Ey, ich bin wirklich gespannt, was hier passiert, ne? Wie gesagt, es war einfach irgendeine random Quest in Hogsmeade und das ist jetzt so eine krasse Story draus geworden. Ich bin begeistert. Wirklich begeistert. Oh, hallo Ruth. Sie kennen die neue Mieterin also schon. Cassandra, soweit ich weiß, haben Sie Ihren Laden und Ihre Elfin an diese Schülerin verkauft. Sie hat mir einige sehr interessante Geschichten über Ihre Geschäftspraktiken erzählt. Vielleicht sollten Sie mitkommen. Hinterher! Oh boy, okay. So. Du hast dich aber mit der Falschen angelegt. So. Ein Zauberduell ist genau das, was ich jetzt brauche. Sehr schön. So. Du hast die falsche Schülerin in seinen Laden gelockt. Die macht gar nichts mehr. Alter, die kommt wirklich nicht mehr zu Wort, ne? So, ich brauche hier auf jeden Fall die ganzen alten Magie-Dinger. Oh, sehr schön geblockt. So. Was in aller Welt bringt man ihn heutzutage in dieser Schule bei? Tja, wenn du wüsstest, Crucio zum Beispiel. Wirf einen verwandelten Gegner mit dem Pulso, ist meine Herausforderung. Das hat nicht so gut funktioniert. Ich glaube, ich kann die nicht verwandeln, kann das sein? Wie gesagt, diese Duellaufgaben, diese Duellleistungen sind manchmal ziemlich weird. Ich glaube, die gehen halt nur bei normalen Gegnern. Aber dadurch, dass sie ein Bossgegner ist, kann ich die, glaube ich, nicht verwandeln.
hier. Nee, ich glaube nicht. Ja, diese Duellleistungen sind so weird, ne? So, ich soll sie jetzt verwandeln, aber ich kann sie gar nicht verwandeln. Also ich vermute halt mal wirklich, dass die einfach sehr zufallsgeneriert sind. Aber dass einfach null drauf geachtet wird, in welcher Form von Kampf man sich befindet. Also, ich könnte mich in jedem Part Video über die Duellleistung aufregen. Ich sag's, wie es ist, ne? Aber ich will euch ja jetzt nicht mit irgendwelchen Sachen vollheulen, die ich euch schon 20 Mal erzählt habe. Was in aller Welt bringt man ihn heutzutage in dieser Schule bei? Ja, die Meldung, aua, die Meldung hast du jetzt schon häufiger gebracht. Du bräuchtest vielleicht mal ein paar neue Voicelines. So als Idee. So, wieder der allseits bekannte Bass-Drop. Was für Glück wird mich verlassen? Ich glaube nicht. Ich lade nur meine nächste, oh, shit. Ich lade nur meine nächste, alte Magie auf. Und ab und zu ein bisschen Crucio darf auch nicht fehlen. Aber wirklich, wir hatten noch nie eine Nebenquest, die auch nur vergleichbar vom Ausmaß und von der Aufmachung vom Plot-Twist und allem war. Das ist maybe wirklich die beste Quest, die wir bisher so hatten. Ohne Scheiß. So, aber irgendwie greift die auch nie an, ne? Also ich habe immer das Gefühl, wenn sie dieses Schild hat, dann sollte die mich irgendwie angreifen, dass ich was zum Blocken habe. Aber irgendwie kommt da immer nix mehr rum. Irgendwie, die zieht noch nicht so ganz durch, wie sie sollte. Okay. Nein, die greift nicht an. Aber dann komme ich ja wieder mit Kruzi um die Ecke. Was? Ja, so ganz fehlerfrei ist das Spiel nicht, ne? So ganz fehlerfrei ist das Game nicht. Das muss man schon sagen. Sehr geil. Und jetzt kommt das Schild wieder. Und jetzt habe ich aber noch meine alte Magie. Oh, das reicht sogar. Geil. Ah, Sie enttäuschen mich, Cassandra. Inkarzerus! Sie wissen nicht, was Sie da tun! Ach ja? Ich habe mich immer gefragt, warum Sie nie einen Mieter halten konnten. Zugegeben, ein Spukkerker ist mir in den Sinn gekommen. Vielen Dank. Sie können zurück zum Laden. Sehen Sie nach der Hauselfin, sie hat sicher Angst. Miese, verräterische Elfin, ich hätte es wissen müssen! Silencio. Was hat denn jetzt die Elfin damit zu tun? Ach, und keine Sorge. Cassandra wird für Sie unverzüglich die nötigen Besitzurkunden über den Laden und die Elfin ausfüllen. Auf Ihrem Weg nach Azkaban. Vielen Dank, Officer Singer. Ich wünsche Ihnen viel Glück als neue Ladenbesitzerin in Hogsmeade. Dankeschön. Okay. Da war mal kurz ein Tageszeitenwechsel. Wir müssen jetzt nur noch rausfinden, ob jetzt mit dem, Revelio. Ob jetzt mit dem Poltergeist alles funktioniert oder ob der jetzt vielleicht noch zu viel Stress macht. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das hinbekommen. So, da vorne ist auch nochmal ein Alohomora-Schloss. Die müssen wir sowieso noch früher oder später alle aufmachen. Deswegen würde ich sagen, ziehen wir das doch jetzt gleich durch. Warte mal, muss ich dann hier rein? Ja, oh mein Gott, hier sind ultra viele Truhen. Okay, warte mal, was geht hier ab? Jetzt nehme ich erstmal hier die Quidditch-Handschuhe mit. Da ist ein Grammophon, das brauche ich aber nicht. Da kann ich auch nur was essen. Nee, wie komme ich denn jetzt hier da ran? Revelio. Na, da muss ich irgendwie auf die Rückseite? Ah, sieh meine an, da geht sogar eine Treppe nach oben. Okay. So, warte mal, die Truhe wurde mir auch angezeigt, aber die habe ich schon geöffnet. Okay. Sehr interessant. Achso, mach jetzt aber noch dich auf. Jedes Schloss wird geöffnet, nur dann können wir sicher sein, dass wir alles von Hogsmeade gesehen haben. So. In letzter Zeit sind irgendwie immer mindestens eines der beiden Zahnräder auf diesen schrägen Positionen, wo man das nur so schwer erkennen kann. Oh! Hier ist sogar nochmal Cash. Da sage ich nicht nein. Weißt du noch, dass ich da bin? Ja, du weißt noch, dass ich da bin. Okay, Moment. Wir gehen nochmal auf Abstand. Genau. So. Zack. 500 Münzen. Nochmal für mich. Revelio. Und mehr ist jetzt hier nicht. Okay. Laufen wir zu unserem Laden, Freunde. Weil ich bin immer noch gespannt, ob der mir was bringt, ne? Also ob ich da vielleicht
bessere Preise bekomme für meine Waren, ob ich da einfach mehr Geld verdienen kann, ob ich da vielleicht einfach irgendwie so passiv Umsatz generieren kann. Mal sehen. Yeah, doch, das sieht schon schick aus hier. Penny, ich habe hoffentlich gute Nachrichten. Officer Singer hat bestätigt, dass der Laden jetzt in meinen Besitz übergegangen ist. Oh, das sind gute Neuigkeiten. Penny ist so erleichtert. Penny fiel es so schwer, ihnen die Wahrheit vorzuenthalten. Penny wird für so eine gütige neue Besitzerin so hart arbeiten wie möglich. Auf gute Zusammenarbeit. Jetzt müssen Sie bloß noch ein Schild für Ihren neuen Laden wählen und Penny kümmert sich um den Rest. Trachten und Tunika, Kleidsam und Brauwohl, Naht und Trunk. Ich finde Trachten und Tunika klingt toll. Ich wähle Trachten und Tunika. Tolle Wahl. Schauen Sie es sich draußen an. Danke. Ich werde mich um Gegenstände für das Inventar des Ladens kümmern. Ach, und Penny? Wir schließen jeden Abend um 9 Uhr. Yeah. Sehr schön. Einfach ein eigener Laden, ne? Ah, ich kann bei ihr jetzt wirklich, ich kann bei ihr jetzt einfach alles verkaufen, was ich will. Ah! Ich krieg da wirklich bessere Preise, glaube ich. Ich krieg 10% bessere Preise. Aha! Oh, Penny wird das für Sie zu einem guten Preis verkaufen. Das ist doch eine schöne Sache, Freunde. Ich krieg jetzt 10% mehr Cash auf alles, was ich verticke. Voll gut, Mann. Richtig, richtig gut. So, dann machen wir einmal hier mal ganz kurz wieder unsere Klamotten leer bei Trachten und Tunika. Und dann passt das. Geil, ey, das freut mich richtig. Ne? Das freut mich wirklich richtig. Ja, 165, 99, immer 10% mehr. Das ist der Shit, den ich brauche. Gerade die legendären Gegenstände für 220, ne? Da kriegt man schon 20 Cash mehr. Das, über die Zeit lohnt sich das schon. Let's go. Penny wünscht Ihnen eine sichere Reise. Dankeschön. Ensemble des Ladenbesitzers haben wir jetzt auch als Klamotten bekommen. So, yeah. Vesters and Venom. Nicht schlecht. Und damit, Freunde, sind wir für heute durch. Beim nächsten Mal hoffentlich etwas weniger Horror und etwas mehr normaler Schulalltag. Aber wer weiß schon. Bis dahin. Und noch ein großes Dankeschön an JT90PRL, Hükrischi und dem Pauson für die mega Unterstützung mit eurer Kanalmitgliedschaft.